Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück nach einer Tour des Glücksspielens. Wir haben ganz viele Herzcontainer bekommen, beziehungsweise ich glaube noch zwei. Außerdem noch ein heiliges Herz haben wir gefunden. Ganz viele silbernen Herzen, ganz viele Orbitalfliegen und ich habe gerade eben noch den Supergeheimraum gesucht. Den habe ich dann noch aufgesprengt, aber ich wollte dir alles zeigen. Also, wenn ihr nicht geschaut habt, dann habt ihr nichts verpasst und wir finden Judas Zunge. Was macht Judas Zunge? Ich habe keine Ahnung. Item which cost 2 Herz Container in a deal with the devil. Okay. Damit sind die deal with the devil Deale billiger. Okay, das heißt, jeder Devil Deal, der normalerweise 2 Herzen kosten würde, würde nur noch 1 Herz kosten. Also kein wirklich ein okayes Trinket, wenn man es direkt am Anfang findet. Aber wir haben schon so viele Deals mit dem Devil gemacht, dass sich das, glaube ich, nicht mehr lohnt. Außerdem überlege ich gerade, wollen wir Bombs Archie benutzen? Ja, gut, wir brauchen eigentlich mehr Bomben als Schlüssel, denn in den nächsten Ebenen werden wir kaum mehr Schlüssel brauchen. Nur noch auf der Blue Baby Ebene natürlich. So, dann würde ich sagen, sprengen wir den Stein hier und ja, und töten mal Mutter mit ihrem eigenen Messer. Ich werde es mal ganz normal spielen, beziehungsweise halbwegs normal. Denn, ja gut, die Gegner hier spawnen gerade, die hier gerade spawnen, sind eigentlich vollkommen okay. Und mit dem Messer ist es auch echt einfach. Einfach in der Mitte stehen bleiben, ausweichen, drauf schießen. Und die Gegner sind alle passiv. Yes, okay, da dürfte die Mutter schon besiegt sein. Wir bekommen die Box. Unser Erzfeind und das Polaroid, was wir leider mitnehmen müssen. Dadurch wieder einen schlechteren Schuss haben, den wir länger aufladen müssen. Aber was soll man tun? Okay. Das sieht schon mal alles viel besser aus. Noch eine Pille. Was bist du? Range Up. Benutzen wir natürlich gleich. Bad Gas, was haben wir hier? The Sun nehmen wir natürlich mit. Die Gabel nehmen wir nicht mit. Und, ja gut, dann würde ich sagen, Polaroid dabei. The Sun dabei. Gehen wir, zack, zack, in die nächste Ebene. Zu einem Boss. Und kriegen noch einen Herzcontainer durch unseres heilige Herz. Das hätte ich fast vergessen. Gut, da sind wir auf der Ebene mit den... Nein. Ah, manchmal... Ah, nein! Es ist echt... Man muss sich dran umgewöhnen, weil das Problem ist gerade... Ich habe nicht mehr Krebs. Ich bin, habe den Krebs verloren. Dabei habe ich gedacht, bleibt er bis zu Ende unter. Und deswegen schieße ich jetzt langsam. Deswegen muss ich mich daran erstmal umgewöhnen. Also ich muss länger aufladen. Außerdem ist unser Schuss nicht weiter verbuggt gewesen. Gott sei Dank. Das wäre echt doof gewesen. Also wenn wir jetzt weiteren verbuggten Schluss hätten. Einen verbuggten Schluss gehabt hätten. Dann und keine Gegner toten könnten. Und die ganze Zeit drauf angewiesen wären, dass wir sind. Ja, die Sonne werde ich erstmal nicht benutzen, wie im letzten Run auch erklärt, einfach weil ich sie wahrscheinlich beim Blue Baby verwenden werde. Obwohl wir jetzt so viele Fliegen haben, dass eigentlich die Schüsse vom Blue Baby und vor allem da wir auch das Fliegen-Friendly-Item haben, kein Problem mehr sein dürften. So, perfekt. Wohin wollen wir? Wollen wir weiter nach links? Wir halten uns links. Und müssen Babys töten. Ich hasse euch. Ach, unsere Range ist einfach... Unsere Range ist eigentlich schon erhöht. In der Theorie. In der Theorie dürfte sie schon erhöht sein, aber... Ich weiß nicht, wie sich Range Up mit dem Messer verhält. Ob es da eine limitierte Reichweite gibt. Wir haben außerdem all unser Geld, wirklich all unser Geld... Ich hasse mein Leben verspielt. Was haben wir jetzt hier? Bombs Archie. Brauchen wir eventuell. Wollen wir es gleich benutzen? Eigentlich 9 Schlüssel dürften reichen und wir brauchen auf dieser Ebene hier auch rein gar nichts mehr. Deswegen können wir eigentlich gleich zum Boss gehen und in die nächste Ebene. Wir sind eigentlich... Oh! Dad! Papa! Papi! Hallo, guck mal, ich hab Mamas Messer! Ich hab Mamas Messer! Sei stolz auf mich! Kann ich dem Bein Schaden machen? Ich weiß es nicht. Naja, renn mir einfach mal weg. Da ist er wieder. Hallo! Und da tritt er wieder nach uns. Warum trittst du nach uns? Wir sind deine Tochter, du solltest... uns beschützen, anstatt auf uns zu treten. Oh Gott, da ist er erstmal fast auf uns draufgefallen. Okay, jetzt macht er seine Stampf-Stampf-Attacke. Und dann würde ich sagen, ist er fast tot. Nein? Vater? Vater? Komm runter. Okay, sehr gut. Daddy ist tot. Daddy Longleg. Und was man auch mal beachten kann, ihr habt gerade gesehen, von der Wand ist Blut gespritzt. Genau dasselbe passiert nur, wenn man Mutter besiegt. Das heißt, er ist eigentlich auch so eine Art großer Boss.
Würde ich einfach mal behaupten. Das passiert bei keinem anderen Boss, dass das Blut von der Wand sprießt, außer von bei Mutter, also bei den Mutterbossen. Schauen wir mal in den Dämonenraum und finden dort das Katzen-Item und ein Flug- und Spektaltiers-Item. Das Flug- und Spektaltiers-Item nehmen wir mit, denn wir wollen fliegen können. Das habe ich euch schon erklärt. Jetzt haben wir natürlich Herzcontainer verloren, aber das dürfte das Fliegen wert sein. Doch, das dürfte das Fliegen echt wert sein. Und wir können unsere Herzcontainer immer noch relativ OP umwandeln. Wir haben weiteres Geld bekommen und können jetzt einfach ohne Sorgen wieder zu einem Glücksspielautomaten hier gehen. Der auch gleich explodiert. Okay, der hat keine Lust auf uns. Gut, dann, wir könnten noch einen Geheimraum suchen, aber das lassen wir einfach. Wir gehen in die nächste Ebene. Wir wollen so schnell wie Mutter, so schnell wie möglich zu Mutter. Mama, wir kommen! Oh, nee. Oh, Gott. Nein. Manchmal fühle ich mich dumm. Weil ich dumm bin. Ah, Gott, ich bin dumm! Es hat gerade geleckt. Als Entschuldigung. Was eigentlich keine Entschuldigung ist, weil dann alles langsamer wird und man besser reagieren kann. Eigentlich. So wie im Fly-Friendly-Item. Und gerade die Steine hier sind extrem praktisch. Vor allem, da wir Spectre-Tiers haben. Ja, beziehungsweise das Messer. Das hat ja automatisch Spectre-Zeugs. Und Fliegen-Friendly. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, dürft mir in diesem Raum keinen Schaden bekommen, bekomme es natürlich trotzdem, da ich zu schlecht bin. Wir haben aber so eine große Herzanzahl. Ich meine, wir können unser ganzes Leben mit das Sand nochmal vollfüllen. Und haben außerdem noch Gabis Paw, dass wir, nachdem wir unser Leben dann vollgefüllt haben, beim zweiten Mal. Oh Gott, nein. Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach so. Erstmal alle Silberherzen verloren, die wir uns so schön erfarmt haben. Wenn ich sterbe, dann bin ich echt komplett selber schuld, weil ich gerade schlecht spiele. Wir machen aber auch noch nicht den Schaden, da wir kein Schadensupgrade gefunden haben. Kein einziges, außer das Messer. Das heißt, es könnte doch nochmal ganz spannend werden. Ist auch sehr gut, dass es spannend wird, sonst wäre es ja langweilig. Okay, noch ein Seelenherz. Wir bauen wieder unsere Herzarmee auf, hoffentlich. Oh Gott, die haben zu viele Herzen. Die haben zu viel Leben. Das gibt's ja gar nicht. Nein, 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 nein. Ich hasse dich, Explosionsding. Okay, so, das wäre auch tot. Wir machen echt nicht viel Schaden. Wir machen echt zu wenig Schaden. Da könnten wir nur rein, wenn wir ein halbes, beziehungsweise wenn wir nur ein Herz haben. Das Polaroid, wir müssen uns auch noch auf ein halbes Herz irgendwann runterschwächen, damit das Polaroid auch auf jeden Fall zieht und dann keine Herzen mehr anziehen. Ich hasse dich. Was bist du? Verdoppelt die Herzen. Auch auf jeden Fall eine gute Karte. Dann werden wir die erstmal mitnehmen. Und dann das Sun wiederholen, denn die könnten wir früher als gedacht brauchen. Okay, alles klar. Mein Cube of Meat hat es schon geregelt. Ganz ruhig, Maudado. Ganz ruhig. Oh Gott, ich muss wirklich ganz ruhig bleiben. Ich konzentriere mich jetzt, okay? Dann werde ich auch weniger getroffen. Der Raum hier ist auch nicht schwer. Deswegen kann ich dann hier gleich meinen Erfolg präsentieren, wenn ich mich konzentriere, dass es viel besser läuft. Oh Gott, mache ich wenig Schaden. Das ist echt, ich mache echt ultra wenig Schaden, wenn man sich das gerade anguckt. Vor allem, ich werde auch noch geschützt durch die Fliegen und werde deswegen nicht getroffen, nicht weil ich irgendwie skilled wäre. Naja, man muss es schon mit den Fliegen schaffen. Die Fliegen, die können ja auch irgendwie zu uns. Das ist ja ein Zusatz. Der wurde uns... Ist das traurig. Gut, hier könnte ich mich eigentlich rausspringen, da hier rein gar nichts ist, was mich interessiert. So, stirb mal. Yes, und du bitte auch. Der Geheimraum könnte hier oben sein, deswegen springen wir einfach mal. Wir haben ja die Bomben. Schade, sonst hätten wir uns auch in den Kampfraum reinspringen können. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache gewesen. Ich überlege auch gerade, wann ich meine Herzen verdoppel. Eigentlich bei 3 Herzen, aber ich habe mir überlegt, ich möchte ja unbedingt... Warum spuckt das Gischtränen? Warum spucken die Gischtränen? Ist das ein Bug? Heute ist echt, das ist echt der Run der verbuggten Dinge. Irgendwie ist alles verbuggt, was heute passiert. So, hier können wir uns einfach draufstellen und hier getrost einfach ab und zu runterschießen. So. Und ansonsten, ja gut, das können wir einfach, wir könnten hier eigentlich auch stehen bleiben. Nein, warum hat es uns getroffen? Wir schweben doch. Oh, Herzen verdoppeln. Damit wir den größten Profit rausschlagen. Okay, ich habe gerade echt Sorgen, dass wir es doch nicht schaffen. Ich war so siegesicher. Ich habe so gehofft, dass wir gewinnen. Es war nicht siegesicher, es war einfach nur gehofft. Nein! Was sind das für Dinger? Ich kann die gar nicht ein... Die haben viel zu viel Leben. Ich meine, Mutters Herz töte... Mutters Herz. Wir kämpfen mit Mutters Herz. Das wäre die Waffe, die wir haben sollten. So, komm her. Stirb.
wir haben auf jeden Fall noch viel Leben, das muss man echt sagen. Vor allem, wenn wir noch nachher die Sonne holen. Wir sind auf jeden Fall richtig tanky, aber wir haben gerade hier nur Gegner, die Berührung wollen. Und wir wollen keine Berührung. Es tut mir leid, dass ich so schlecht bin. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, es ist okay, dass ich schlecht bin, genau. Gut. Ach nö, jetzt haut es auch noch ab. Bleib doch da. Ich wollte gerade von hier, wo wir schön geschützt sind, einfach mich töten. Sehr gut. Nee, hier sind wir geschützt. Hier sind wir geschützt. Okay, der geht da lang. Zack. Und der kommt gleich hier vorbei. So, und der kommt auch gleich nochmal vorbei. Ha! Konzentration. Wir müssen es schaffen. Zumindest Mutters Herz, beziehungsweise Mutters Herz habe ich, glaube ich, sogar damit schon besiegt. Gut, dann werden wir dich jetzt zuerst töten. Und dann diese Eingeweide zum Platzen bringen und ihr wahres Antlitz zum Vorschein bringen. Okay, wurde auch nicht getötet von Mutters Messer. Polymus, wo bist du, Polymus? Wo bist du, The Devil? Macht mir Schaden oder teleportiert einem zu Teufelraum? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, das macht das mir Schaden machen. Mehr Schaden machen. Ja, wir machen mehr Schaden. Hätten wir auch zu Mutters Herz aufbewahren können. Aber so schlau bin ich nicht. Guck mal, das ist auch gleich. Dann holen wir gleich die Sun-Karte, holen nochmal die Herzen, die da oben liegen. Und können dann fröhlich sein. Ja, dann sind wir fröhlich. Wenn Mutter tot ist, dann ist unser Lebensziel erreicht. Kann es sein, dass wir durch die Spectral-Tiers weniger Schaden machen? Nee, das wäre auch komisch. Mutters Messer müsste doch eigentlich mehr Schaden machen. Oder habe ich das immer nur gedacht? So, das Herz und die Sun-Karte. Ja, gut, die Ebene hier war eigentlich recht klein. Was ein Vorteil ist. Und Mutters Herz dürfte auch kein zu großes Problem sein. Hoffentlich. Wie gesagt, im Notfall haben wir die Karte hier. Das Problem ist echt, wenn wir durch einen Bug diese Gehirntypis nicht tot machen können, welche Mutters Herz spawnt. Dann haben wir ein Problem, denn dann müssen wir uns einmal treffen lassen, um dann den Vogel die Arbeit machen zu lassen. Und das wäre nicht toll, wenn wir einfach den Vogel misshandeln für unsere Arbeit. So, und du noch, komm. Perfekt. Messer aufladen, zack. Und nochmal, zack. Oh Gott, Monstro. Nein, tut uns das nicht an, stirb einfach. Mutter. Mutters Messer wird uns helfen, um Monstro zu besiegen. Okay, perfekt. Monstro hat echt wenig Leben, anscheinend. Oh nee, komm, Maudado. Stell dich doch nicht so an. Nochmal Laseraugen. Der größte Feind eines Ichs. Oh, ich möchte nicht die Sandkarte hier verbrauchen. Okay, den kann ich echt nicht treffen. Kann ich dich treffen? Den konnte ich treffen, aber warum den da nicht? Habe ich wieder verfehlt. Ja, okay, Vogel. You know what you should do. Töte es. Ja, wir können ihm echt nicht wehtun. Ich verstehe diesen Bug nicht, wann der eintritt und wann nicht. So, den könnten wir treffen. Duke of Lies dürfte auch kein Problem sein. Der Bosskampf hier wird echt nochmal spannend. Ich hoffe, sie droppt genügend Herzen, dass ich die Sun-Karte nicht benutzen muss, beziehungsweise wir überleben einfach, ohne Herzen zu verlieren. Da oben liegen ja auch noch... Oh nee, Chub. Warum? Okay, sie bleibt unten. Das heißt, wir können... Chub ignorieren. Ja, wir ignorieren dich, Chub. Es tut mir leid. Mutter ist wichtiger. Du bist wichtiger als unser Chub-Freund. Okay, perfekt. Ein halbes Herz. Und da hinten werden auch noch Herzen sein. Dann werden wir uns auf den Weg zu Isaac begeben. Wir nehmen schon 13 Minuten auf, aber bis Isaac dürfen wir es noch schaffen. Die Frage ist, wollen wir The Sun für das Blue Baby benutzen oder um den Weg zum Blue Baby zu finden? Die Sache ist ja natürlich, wir müssen auch wissen, wo das Blue Baby ist. Denn der Weg zum Blue Baby ist das Schwerste. Und wenn wir den direkten Weg wissen, dann kommen wir auch hier auf jeden Fall hin. Och, es ist gerade echt, echt knapp alles. Wir machen zu wenig Schaden mit dem Messer. Wir müssen beim Blue Baby auch nochmal Ewigkeiten überleben. Deswegen wäre die Sun auf jeden Fall eine gute Sache. Selbst mit unseren Begleiterfliegen. Obwohl, ich war auch schon mal ohne. Da hatte ich noch weniger Damage, da war ich bei Isaac und habe lang überlebt. Wir haben das Polaroid dabei, oder? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, gut. Kein Problem. Dreimal den Kopf des kopflosen Reiters.
Ich habe gerade ein Schutzschild, deswegen werden wir uns einfach mal dahin zu Zunze machen. Erstmal nochmal getroffen. Nö, ich dürfte keinen Schaden bekommen haben. Was haben wir hier? Stärke, können wir mitnehmen. In den nächsten Raum. Stärke, benutzen. Dann machen wir mehr Schaden mit Stärke. Das ist doch unfassbar. Ist echt unfassbar. So. Okay. Ganz ruhig, Maudado, ganz ruhig. Wir töten es. Es wird sterben. Okay, wieder ein Herz. Wir holen uns mal wieder das Sand zurück. In welche Richtung sollen wir? Müssen wir weiter nach oben? Weiter nach oben geht es auf jeden Fall in irgendeine Richtung. Wir müssen unbedingt zu Isaac. Ich möchte mindestens Isaac schaffen. Wenn ich Isaac nicht schaffe, dann werde ich traurig. Okay, Geld. Das könnten wir höchstens für einen Glücksspielautomaten nochmal gut gebrauchen. Was haben wir hier? Okay, Fliegen, die uns halbwegs freundlich sind. Halbwegs. Also sie explodieren trotzdem. Seelenherz, auch sehr gut. Eine Kiste, für die wir keinen Schlüssel verbrauchen müssen. Das Schaltart-Spawn macht es mit mehr Herzen-Spawn. Die könnten wir eigentlich tatsächlich mitnehmen, bis wir Mutter gefunden haben. Obwohl ich natürlich auch den Polaroid-Effekt für den Fall der Fälle, dass ein Raum uns zu gefährlich wird, nicht einfach verschwenden will. Denn das Polaroid ist halt auch nochmal ein krasser Schutzschild. Jeden Raum nochmal, keine Ahnung, wie viele sind das? 5 Sekunden lang geschützt? Okay, da gehen wir einfach direkt wieder raus. Darauf habe ich keine Lust. Und unsere Herzen stehen eigentlich gerade okay. Natürlich wissen wir nicht, wie lang. Und die Herzen, die gespawnt sind, kann man natürlich auch später verwenden. Oh, könntest du vielleicht hier auf den Stein spucken? Naja, das riskieren wir einfach nicht. Wir haben genügend Bomben. Okay, da wurde uns die Entscheidung auch abgenommen. Ich treffe rein. Oh. Ja gut. Also, ich beschwere mich gerade über eure Hilfe gerade rein gar nicht. Es wäre nur sehr gut, wenn ich auch nicht getroffen werde. Oh Gott. Made stirbt. Das Rage-Item kombiniert mit dem Messer gerade. Und diesem Boss wäre extrem gut. Und vor allem das Rage-Item wäre halt auch beim Blue Baby extrem gut. Na, da wurde ich getroffen. Da wurde ich getroffen. Mayday! Mayday, wir wurden getroffen. So. Die Made ist auch kaputt. Dann fehlst nur noch du. Jetzt komm schon. Nein! Jetzt, okay. Karte, Tour of Clubs, verdoppelte Bomben. Haben wir 50 Bomben. Und können in den Supergeheimraum schauen, in den wir eine Kiste finden, in der Fliegen drin sind. Okay, Gott sei Dank. Es hätte alles drin sein können. Gut, wir sind erstmal gleich zu Beginn die komplett falsche Richtung gegangen. Dieses Sahne werden wir natürlich behalten. Wie gesagt, habe ich schon erklärt. Beim Blue Baby, wir machen, was hat es nochmal gemacht? Volles Leben plus mehr Schaden, also plus ein bisschen Schaden am Gegner. Plus Map aufdecken. Das Map aufdecken ist halt auch wirklich eine Sache, die man eigentlich haben will. Komm schon. Okay. Wenn wir schon Schaden bekommen, dann könntet ihr auch wenig sterben. Okay, Doppelshot Creed. Okay, einer muss doch bitte sterben. Gott sei Dank haben wir so viele Fliegen. Die schützen echt fast jeden Schuss ab. Ich kann eigentlich vor dem stehen bleiben. Ich muss mir gar keine Chancen mehr. War das gerade eine Witwe? Also, oh nein, direkt in mir gespawnt. War das gerade so eine Spinne, die springen kann? Kurz. Ich meine, es war ganz kurz diese. Okay, doch nochmal getroffen worden. Sehr, sehr schlecht. Das Childheart wäre natürlich gut gewesen, weil jetzt überall Herzen rumliegen würden. Ich glaube, ich hole es jetzt auch tatsächlich. Ich glaube, ich hole das Child. Ich hole das Kinderherz, bis mir wohl. Ach, das ist so eine Hin- und Her-Rennerei. Außerdem muss ich hier auch den Part beenden. Es tut mir leid. Dann holen wir das Herz, machen noch die Räume. Nein, machen keine Räume mehr, sondern beenden gleich den Part. Werden dann danach natürlich das Polaroid holen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.